Irgendwie finde ich keine Blumen. Das ist irgendwie doof. Was willst du denn bauen? Ich brauch so einen Blumenkranz. Sehe ich irgendwann am Zeiger. Irgendwie finde ich keine Blumen. Ich habe auch keine mehr. Warte, komm mal her. Ich gebe dir meinen. Ich mache mir jetzt eh was an Neues. Komm her. So. Hab's hingelegt. Blume gefunden. Noch eine. Na gut, jetzt finde ich hier ein paar tausend Blumen. Ganz viele Steine. Denk ans Essen. Ja. Mach ich diesmal. Auch wenn ich gerade nicht viel zum Essen hab. Schmortopf, wir brauchen Äste, 6 Stück Holzkohle. Du musst ein paar Bäume auch gleich wieder verbrennen. 6-mal Holzkohle brauchen wir. Und geschliffene Steine. Geschliffene Steine kriege ich daher. Brauche ich normale Steine. Tja. Brauch Steine. Du läufst da hinten lang und da sind auch überall Steine. Ja, hier sind ganz viele Steine, ja. Ein Goldklumpen. Oh, da war die Spitzhacke kaputt. Können wir keine neue bauen. Jetzt aber. Oh, Tag 3 geht zu Ende. Ja. Ich hab eine Schaufel gefunden. Eine ziemlich kaputte, aber egal. Scheiße. Fackel habe ich noch? Ja. Ich habe keine Fackel mehr. Ich muss zurück. Ja, ich bin ja auch auf dem Weg zurück. Wenn ich den Weg zurückfinde. Nein. Feuer an. Ach du Heiliger, bin ich weit weg. Ja.
Kommst du? Ja, bist fast da. Hier links. Backe aus. Oh, da ist eine Truhe. Ja, hier. Blumenkranz. Hab ich doch schon. Ach so. Die haben selber gebastelt. Kann man die verbrennen? Keine Ahnung, versuch. Sonst nutz ihn doch, oder hast du was Besseres? Ich hab Ohrenschützer. Nee, verbrennen geht nicht. Okay, neue Kleidung. Tja, jetzt ist mein Essen leer. Ja, ich hab, glaube ich, gar nichts. Hast du Steine da? Ich hab eine Karotte, ja. Nee, Steine. Ich muss nochmal eine Karotte kochen. Oder am besten beide. So, hast du noch Dings da? 6 Kohle und Stöcker? Zweige. Zweige brauche ich, nein, 4 Stück nicht. Und 6 Holzkohle. Das heißt, du musst ein paar Bäume verbrennen. Habe ich alles nicht. Geh mal ein paar Bäume verbrennen. Ich muss erstmal Essen haben. Und Essen bin ich gleich wieder hinüber. Hier oben kannst du schön alle Bäume verbrennen. Ich brauche erstmal Futter. Ja, ich hab nix. Ja, dann muss ich gleich erstmal was suchen, weil 54 ist nicht mehr. Hier viel. Links sind Beeren. Wie gesagt, du brauchst 4 Stück, verbrenn mal irgendwas, damit ich einen Topf bauen kann. Los, verbrennen und weg geht's. Und die Vögel verbrennen mit, verscheuchst sie nicht. Juhu. Ja, perfekt. Da ist ein Vogel abgefackelt. Ja, aber der hat nichts hinterlassen, der ist ganz abgekratzt. Ach, scheiße. Ja, Fackel wieder ausmachen. Und komm, Holzkohle, ich mach das schon. Geh dir Futter suchen. Auch dabei. Geh das Bienennest zur Not kaputt machen. Da ist Honig drin. Honig füllt dich total. Aha. Gut. Aber es kommen da 3 Wächterbienen raus, ne? Das heißt, du musst dann schon ein bisschen kämpfen. meine ist nicht gut im Draufhauen. Warte. Ich komm mit. Aber ich muss eben die Aschenbäume kaputt hauen hier. Hast ein Grasanzug. Hast du noch Zweige? Wie gesagt, Zweige brauche ich 4 Stück. Dann hab ich. Dann kann ich einen Topf bauen. Ah, verstehe. Der Grasanzug ersetzt den Rucksack. Natürlich nicht gut. Ich habe jetzt 2 Zweige, ja, gerade gesammelt. 2? Ich brauche noch 2 dann. Wo kriege ich die am besten her? Ah, hier ist. Da oben ist einer. Da sind 2. Ich habe 2. Komm zu mir. Wir bauen den Topf und dann gehen wir schnell Dings Honig holen. Drück mir die in die Hand, die Zweige. So, warte. Stopp, zack, Topf wird gebaut. So, und los geht's. Bienen holen. Ich kann ein Seil veredeln. Uhu, ich hab ein Seil. Perfekt, brauchen wir auch noch. So, bist du da? Noch nicht ganz. Hier sind schon mal Bienen. Ja, hier ist ein Bienennest. Komm her. Hier waren 2, glaube ich. Rechts ist auch noch eins. Ja, warte, warte. Erstmal die kleine Biene töten. Oh, bis spät. Ja. Blöde Biene. Bist tot. Ah, nein. Oh. Honig. Aua, du. Deine Biene, hoff mich zu töten. Jetzt stirb! Geht nicht, die ist so blöd am Flüchten. Jetzt erstmal ein bisschen Honig. Stirb! Du hast mich gehauen. Ah! Stirb!
stirb, Wächterbiene. Stirb, stirb, nein, da kommt stirb. Noch eine. Ah, stirb, 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 stirb. Ja, und jetzt? Sammel mein Zeug von mir aus auch ein und guck erstmal, dass du dich ernährt bekommst. Geh zurück und werf alles in den Topf oder so. Danach gehen wir halt auf die Suche nach Bienen. Pass auf, renn, lauf, da kommt noch eine Biene. Geh weg, du Biene. Ich spür mein neues Leben. Oh, da waren auch die Ohrenhasen. Egal, vergiss es einfach. Hase. Ich kann auch ein bisschen aktiv eingreifen. Aha. Ich kann die Hasen verscheuchen. Und jetzt? Ja, ich will Bienen suchen. Nicht Bienen, Spinnen. Versuch dich erstmal voll zu pumpen mit Essen. Du kannst 4 Sachen in den Kochtopf schmeißen. Guck mal, ob du Beeren reinschmeißt. Einfach mischen und dann guckst du, was du rausbekommst. Ein gutes Rezept sind zum Beispiel 3 Möhren und ein Stück Fleisch. Hab ich alles nicht. Ja. Steck dir mal ein bisschen die Karte auf. Muss man 4 Sachen reinlegen zum Kochen? Ja. Hast keine 4 Sachen gerade? Doch. 3-mal Honig und einmal Fleisch. Mal gucken, was bei rumkommt. Das wird eine Weile dauern. Aha. Ja gut, es geht eine Weile. Das ist gleich auch fertig gekocht. Dann siehst du schon irgendwas daraus blubbern. Schade, dabei sah das so gut aus hier auch mit den... Aber irgendwie trotzdem, unsere Ressourcen sind ziemlich schnell zu Neige gegangen. Ja, warum ist der Kranz von dir eigentlich gelb und meiner ist grün? Weiß ich nicht. Auch nicht. Honig reingepfiffen. Ich habe noch mehr Bienen gefunden. Toll. Vielleicht dürfen die Bionome nicht so riesig sein, die Landflächen. So, ist ja dunkel. Hast du ein Lagerfeuer oder so? Dein Lagerfeuer, aber das ist nicht Holz. An. Ja, Holz drauf werfen einfach. Oh. Okay. Wissenschaftsmaschine bauen brauche ich nicht, haben wir schon, ne? Ja. Ich kann Bäume kaputt machen. Echt? Nee. Gut zu wissen. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Monster. Gut, als Geist kann ich nicht noch sterben, aber jetzt ist bei Nacht sehe ich da auch absolut gar nichts mehr. Bionome sind viel zu groß. Du brauchst ewig, um durch eins durchzukommen. Und Spinnen scheint es nicht überall zu geben. Ja. Gut, aber es ist ja einfach Erfahrung sammeln und rausgucken, was kann man noch verbessern, damit es wenigstens angenehmer im Zweier-Let's Play ist. Weil, wenn einer stirbt und dann ewig durch die Weltgeschichte wandern zu müssen, ist halt doof, nirgendwo Spinnen zu haben. Oh ja. Honig-Nuggets habe ich gebraten. Okay, schön. Wie viele hast du rausbekommen? 1. Ja, aber die 29. geben da halt wenigstens viel. Ja gut, sollte ich vielleicht auch futtern bei 29. Ja. Ah, 66. Ja, gut, gab ein bisschen was, ja. Und gab sogar Gesundheit dazu. Ja, das ist halt der Vorteil an gekochten Sachen. Ja. Bin ich nicht ganz so gut. Was haben wir hier? Hier ist Sumpfland. Aber nee, das ist... Warte mal, was ist das denn? Verfolge Schilf. Hallo, Wurmloch. Wo bringst du mich hin? Oh ja, das hätten wir eigentlich austesten können. War dabei. Gucken wir mal. Und, wo kommst du raus? Alter, da links unten. Irgendwo. Was bist du? Ein
Komischer Gnu? Oder so? Ach, diese Jagddinger. Ja. Mal gucken, ob ich hier irgendwo Spinnen finde. Oh, ich habe Spinnen gefunden. Und zwar hier unten. Oh. Stückchen rechts von mir. Ja, aber hier zwischen ist Wasser. Ah. Ob ich hier auf meiner Seite auch welche finde. Ja, vielleicht ist auf der anderen Seite auch direkt so ein Binom. Hier sind auf jeden Fall ganz viele große Viecher. Oh, hier ist noch ein Wurmloch. Aha. Warte mal, ich guck mal, kann ich da reingehen? Vielleicht kann ich da ja noch durch. Weiß ich nicht, aber ich denke mal eher nicht. Nee. Oh, ich habe ein Spinnennest gefunden, glaube ich. Oh, super. Ja, hallo Spinne. Wow, die sieht aber übel aus. Hey, kommst du wohl wieder her? Und die eiskalt wieder zurück? Ich habe nicht mehr Spinnen. Greifst du jetzt an? Ah, noch nicht so viele Spinnen auf einmal. Geh weg. Ich hab eine Spinnendrüse. Hast du? Ja, und jetzt geht weg hier, ihr Spinnen. Die lassen mich aber nicht in Ruhe. Renn, lauf. Geht nicht. Ah, tot. Nein. Spinnen. Oh nein. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Welt gucken wir nochmal, ob wir da was verbessern können, dass die Binome nicht so endlos riesig sind. Ja. Ne, damit man nicht irgendwie voll den Mangel hat an irgendwas. Na guti, bis dahin sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Allem Anschein nach hält der kleine Roboter nicht viel aus. Da haben uns doch ein paar Bienen zerholzt. Gut, ich glaube, die Fähigkeiten des Roboters sind auch einfach, dass er gar nicht so viel Leben hat. Nichtsdestotrotz, Julian hat es ja doch noch recht weit geschafft, bevor er auch abgekratzt ist. Woran er jetzt da wirklich gestorben ist, habe ich nicht so verstanden. Aber hey, neue Runde, neues Glück. Wir werden unser Bestes geben, damit wir in der nächsten Folge vielleicht etwas länger leben. Und danach noch länger und länger und länger. Bis dahin auf Wiederschauen. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.